Wikinger erobern ein Slawendorf. Zwar mit Schwert in der Hand und trotzdem absolut friedlich. Der eine oder andere blaue Fleck darf wohl nicht zählen. Und trotzdem sind die Waffen echt, soweit es geht. In ganz Europa treffen sich regelmäßig Fans, um die neuesten Nachbildungen von Schwertern, Speeren und Äxten voreinander zu präsentieren. Alles handgemachte Unikate, in mühseliger Arbeit geschmiedet und ausgehärtet nach dem alten nordischen Brauch. Am 19. Mai reisten zwei große Gruppen, Schildwall und Valhalla, nach Großraden, um dort mitten in der historischen Kulisse ihre Leidenschaft auszuleben. Valhalla ist eine Gruppe, die in England gegründet wurde, vor mittlerweile über 40 Jahren, war eine der ersten Gruppen. Es war eine reine Kämpfergruppe jahrelang, dann kamen Handwerker dazu. Das ist die Basisgeschichte. Es wird also viel Kampftraining betrieben, es wird viel Schaukampf gezeigt. Wir sind eigentlich auf jedem Schlachtfeld in Europa zu finden, was Wikinger zeitlich angeht. Was hier versucht wird, detailgetreu nachzubilden und zum Leben zu erwecken, ist in der Wirklichkeit über 1000 Jahre alt. Die Rekonstruktion von den Techniken und Technologien aus solch einer grauen Vergangenheit ist ganz anders als leicht. Um einen echten Wikingerbogen heute zu bauen, muss man sich mit dem Thema jahrelang intensiv beschäftigen. Dann aber wäre eine kleine Modernisierung wohl auch nicht ganz verkehrt. Die Bögen, die wir heute hier bauen im Bogenbaukurs, das sind etwas mehr modernere Bögen aus Rattan. Da werden auch Möbel hergestellt. Lässt sich für Anfänger hervorragend benutzen, weil die ein bisschen länger halten, ein bisschen stabiler sind, das Material nicht gleich zerbricht. Da werden dann so eine Recurves reingebogen mit Hitze. Auch ein kleiner Griff angebracht für die Grifffestigkeit. Und dann kann man damit auch wunderbar schießen. Die historische Kulisse passt perfekt. Im 9. und 10. Jahrhundert befand sich in Großraden, am Ufer des Sternberger Sees, eine kleine Slawensiedlung mit Burg und einem Heiligtum. In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde diese detailgetreu nachgebaut. Die angestrebte archäologische Präzision ist das wichtigste Markenzeichen des Freilichtmuseums. Nicht nur Wikinger sind deshalb hier gerne zu Gast. Eltern, Kinder, Großeltern, die das alles anfassen können, ausprobieren können. Und ich denke, was man begreifen kann, bleibt länger im Gedächtnis. Und reizt auch dazu, wiederzukommen. Man kann hier viel spielen, es ist viel Freiraum, es gibt Möglichkeiten, alles mal auszuprobieren. Es sind 4 Museumspädagogen hier. Was macht ein Wikinger in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade mit Raubzügen und blutigen Kämpfen beschäftigt war? Vielleicht etwa das, was auch ein moderner Mensch in seinem Schrebergarten oder in der freien Natur so alles machen würde. Natürlich vom Smartphone abgesehen. Vielleicht ist genau das die Motivation von modernen Schwertkämpfern und deren Familien. Einfach mal für ein Wochenende 1000 Jahre Zivilisation abzulegen und das Leben zu genießen, wie es einmal war. Oder steckt etwas Größeres dahinter? Rein als Hobby kann das keiner betrachten. Das meiste sind wirklich Leute, die sind mit dem Herz und Seele dabei. Und das ist irgendwo eine Lebenseinstellung. Weil so wie man draußen ist und die Natur um sich hat, andere Leute, die man nur fast auch verhauen darf, ist man einfach in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Und es ist ganz schwer zu sagen, hier endet Hobby und hier fängt Lebensstil an. Nach mehreren Zerstörungen und Wiederaufbauversuchen wurde die Slawensiedlung im heutigen Großraden endgültig aufgegeben. Niemand ahnte damals, dass die Häuser, die Burg und selbst das Heiligtum am selben Standort wieder entstehen sollen, nach gut 10 Jahrhunderten. Und dass hier auch Männer mit Speer und Schwert erneut auftauchen, diesmal aber mit einer ganz friedlichen Mission.